Welchen Gegenstand zeichnen Karikaturisten am häufigsten, um einen Deutschen darzustellen? Einen Bierkrug? Die bayerische Lederhose mitsamt Trachtenhut und Gamsbart? Los, ein letzter Versuch. Den deutschen Adler, aber nicht doch. Der Gegenstand, den ich meine, ist der Helm mit Spitze, den in Deutschland übrigens niemand so nennt, weil er sofort den Spitznamen Pickelhaube bekam. Pickel für die Spitze, Haube für den Helm. 1842 will der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Seine Armee mit neuen Helmen ausrüsten. Auf dem Modell, das ihm die Stahlfabrik Wilhelm Jäger vorschlägt, ist oben eine prachtvolle Spitze angebracht. Sie soll Säbel und andere Waffenhiebe zur Seite umleiten. Manche Armeeeinheiten haben sogar einen imposanten Adler auf ihrem Helm. Doch der Helm, der zum deutschen Emblem wurde, ist gar keine deutsche Erfindung. Friedrich Wilhelm IV. Soll einen Prototyp auf dem Schreibtisch des Zaren gesehen haben. Das Modell gefällt ihm so gut, dass er ihn sofort für seine eigene Armee herstellen lässt. Mit der Zeit wird der Helm flacher und wird auch von anderen deutschen Armeen benutzt. 1871, nachdem es Otto von Bismarck, der auf vielen Porträts eine prächtige Pickelhaube trägt, endlich gelingt, das Deutsche Reich zu gründen, setzt sich die Pickelhaube im ganzen Land durch. Sehen Sie nur diese schneidigen Soldaten, wie sie siegessicher paradieren. Sehen Sie, wie schön sich die Sonne in ihren Emblemen aus Messing widerspiegelt. Problem, den Soldaten ist es praktisch unmöglich, sich zu tarnen. Also verbirgt man die Helme unter einem Überzug aus beiger Baumwolle. Die Nummer des Soldaten wird rot auf den Stoff gemalt. Und sehen Sie hier, wie die Spitze über den Schützengraben hinausragt? Eine perfekte Zielscheibe für den Feind. Und so werden Pickelhauben mit abschraubbarer Spitze konzipiert. Obwohl sie nach Ende des Ersten Weltkriegs verschwand, ist die Pickelhaube nicht tot zu kriegen. Das Attribut des militaristischen, aggressiven Preußen ist für Karikaturisten noch immer ein Symbol für Stärke, Machteinfluss und die angebliche Schwerfälligkeit der Deutschen. Ach, wissen Sie übrigens, wie man einen Deutschen in der französischen Gebärdensprache bezeichnet? Genau. Dieser Zeigefinger auf dem Kopf bedeutet nichts anderes als die Spitze einer Pickelhaube. Tja, das Symbol dürfte uns wohl noch eine Weile erhalten bleiben. No.